A long time ago, in San Anselmo, California. In February of 1977, George Lucas invited some of his closest friends to watch a rough cut of his new film, Star Wars. In attendance among a handful of people were Steven Spielberg and Brian De Palma. The response was not good. Total und recht herzlich willkommen bei Star Wars, ja. Wir schreiben das Jahr 2018 und das Jahr geht zu Ende. Es sind nur noch 395 Tage bis Episode 9. Wir hoffen, dass vielleicht zu Weihnachten schon mal so ein kleiner Hauch von Teaser kommt oder so. Schauen wir mal. Also jedenfalls, The Resistance läuft doch gut an bei den Jugendlichen. Sie vermissen halt The Rebels. Da geht kein Weg dran vorbei. Rebels hat mit diesen Zeitsprüngen in der vierten Staffel einiges ja schon verändert. Auch das mit Ahsoka. Ja? Ezra hat ja Ahsoka zurückgeholt und so weiter. Also diese Zeitsprünge haben also schon etwas bewirkt. Die Jugendlichen trotzdem zwischen 10 und 15 sind trotzdem immer noch ein bisschen traurig, dass es mit Rebels nicht weitergegangen ist. Sie hätten sich da ein bisschen mehr Resistance ist noch nicht, aber man hat jetzt ein bisschen mehr von Resistance gesehen. Läuft jetzt schon fast jetzt einen ganzen Monat und 20 Folgen kommen jetzt erstmal in der Aufzeichnung. Wenn man die nochmal sich anschaut, ist das okay. Wir müssen auf die Resonanz warten, wenn die im Disney Channel laufen, The Resistance. Ich meine, Star Wars hat sich verändert, ist ruhiger geworden, ja, der Hass legt sich so langsam, auch die Stars und Sternchen, die da voll reingehauen haben, rudern zurück. Also George Lucas wird nicht mehr so vermisst wie früher, das legt sich jetzt so langsam. Han Solo hat an sich auch eine leichte, bessere Resonanz, bedingt dadurch, dass die Leute jetzt zu Hause sich das anschauen und irgendwie ein anderes Gefühl für Han Solo bekommen. Ist also auch nicht mehr so. Jedenfalls, Kathleen Kennedy durfte unterschreiben, sie bleibt uns bis 2025 erstmal erhalten. Sie wird sicherlich irgendwie federführend sein, auch für die Realserien bei Star Wars. Sie wird da also eine Menge irgendwie auf den Weg bringen oder absegnen und sagen, okay, macht mal. Ich meine, zwei Realserien, ja, wo wir wirklich eintauchen können. Gut, wir müssen warten. Heute, in einem Jahr, haben wir vielleicht Disney Plus endlich da, auch hier in Europa. Irgendwo im April, März, April, Mai soll es in Amerika starten und dann, wie gesagt, mit E9 soll es dann hier in Europa starten, auch in Deutschland, Disney Plus. Und schauen wir mal, wie wir das bezahlen können, wie die das machen, ob die das so machen wie bei Netflix. Bei Netflix kann man ja eine Karte kaufen und dann hat man ja 3 Monate, wo man sich das anschauen kann und dann will er eine Karte kaufen oder abbuchen. Je nachdem, soll also ein bisschen günstiger sein am Anfang wie Netflix und nachher ziehen die auch an, ist klar. Nur Disney hat ja so ein Eigentor geschossen, dass auch die Alten erstmal verzichten muss, ja. Er hat diverse Verträge geschlossen, zurückkaufen oder zurückmieten geht nicht, die wollen nicht. Sie müssen halt bis 2025 warten, dass sie dann auch die alten Star Wars Einheiten auf Disney Plus zeigen können. An sich, wenn sie jetzt die Realserien zeigen, 2 Stück, wenn sie dann die gesamte Resistance und Rebels und Clone Wars und die anderen schon und auch überhaupt Disney selbst als Filme und so weiter einbringen, Marvel, die Marvel-Geschichte und so weiter, ja, Pixar und das alles. Das wird also sicherlich eine tolle Geschichte werden für diese Genre. Wir sind halt Disney-Freunde bzw. Star Wars-Freunde. Wir mögen Star Wars, wir sitzen sehr gerne hier in dieser Star Wars-Lounge, sehen uns die Figuren an, reden über die Figuren. Wenn sie wirklich gut gemacht sind, wenn sie gut ausschauen. Im Moment die Resistance 3,75 Inch, also sehen nicht so gut aus. Ich warte wirklich auf die 6 Inch, 12 Inch, auf Pacific, die 30 cm, 50 cm, ob die dann eine bessere Wirkung haben. Müssen wir mal schauen. Im Moment
ist es, wie gesagt, ruhig. Wir haben ja 2018 erlebt mit sehr viel Hass, mit sehr viel, war viel Ärger in der Luft und so weiter. Das ist ja Gott sei Dank jetzt alles verpufft, ja. Also wie gesagt, George Lucas, also die Abnabelung von George Lucas findet langsam statt. George Lucas macht sein Self-Medium, Museum macht er, bringt er. In Los Angeles wird es bauen, die Genehmigung dafür hat er. Ja, dann schauen wir mal so. Werden wir sicherlich schon mal irgendwie was aus L.A. sehen. Wir sehen, der Resort wieder eröffnet, 2019. Da haben wir sicherlich viel Spaß, wenn wir da diesen Resort erleben werden. Dann, wie gesagt, E9 ist klar, das brennt jedem, was da wohl passieren wird, weil ja alles nochmal aufgewärmt wird. Ja, Endor, die Wookies, alles, ne? Alles halt wird da nochmal. Es könnte sein, dass wirklich der Falke auch zerstört wird. Das ist der gesamte Mythos. Also wer die Hörspiele kennt von Star Wars, weiß ja, dass da viel mehr drin ist. Ja, Mary Jane zum Beispiel oder Thorn, ne? General Thorn. Das, also wenn man die Hörspiele sich verinnerlicht, das macht so viel Spaß da reinzuhören, ja. Da läuft ja eine ganz andere Geschichte, wie Leia, ja, die Kinder bekommt, ja, das Ganze, wie diese Zwiegespräche zwischen Han Solo und Leia und auch Luke Skywalker sagt, ich muss diese Kinder, muss ich irgendwann mal ausbilden, ob ich das kann und so weiter. Ich meine, in diesen Hörspielen, ja, fließt ja viel mehr Inhalt. Ja, man kann auch so Kopfkino viel besser arbeiten, ja, wenn man Skywalker da Luke hört, wie er spricht und darauf hinweist und das Ganze. Und dann, wie die sich gegenseitig, das Imperium, die Rebellen und das Ganze, wie das alles so ein bisschen ganz anders rüberkommt wie in den Filmen. Wenn Disney diesen Sprung hinbekommt, auch mit Rebels, ja, diesen Zeitsprung und das Ganze, auch Anakin, ja, Anakin Skywalker irgendwie adaptiert, irgendwie noch irgendwo reinbringt und das Ganze oder irgendwie anders gestaltet, also Star Wars ist ja machbar. 10 Filme kommen noch, ja, also 10 Filme kommen noch. 2x3, wie gesagt, also sollen ja schon mal, wie gesagt, Johnson und die Game of Thrones sollen. Das ist, ja, Yoda soll auch. Yoda bleibt, Obi-Wan Kenobi bleibt auch. Nur leider Boba Fett, da haben sie ein bisschen Schiss vor. Wie bei Han Solo, wollen sie da jetzt keinen Flop drehen. Schade, es gibt sehr viele Boba Fett-Fans, die halt sich den gewünscht hätten, ja. Ach, vielleicht wird er irgendwo mit eingearbeitet oder so. Also jedenfalls, Obi-Wan Kenobi, das ist so eine Geschichte für sich selbst und wie gesagt, es geht halt jetzt zu Ende. Die Saga über Anakin Skywalker, die beiden sozusagen, die Familien Han Solo und Skywalker gehen so langsam zu Ende, zu Neige. Es kommen neue, die halt überall, ja, Poe Dameron wird überall eingearbeitet. Ob Sly oder Finn, der Finn-Darsteller, sagte, er wird vielleicht nicht, Daisy Ridley sagte auch, könnte sein, dass es jetzt, wie gesagt, für die beiden schon mal irgendwie Ende ist. Kann auch sein, dass der David als Kylo Ren auch Ende ist, dass die diese drei, woran wir uns jetzt im Moment so gewöhnt haben, auch weg, mit allen anderen weg, Johnson ganz neue Leute nimmt, ja. Dass Game of Thrones Regisseure auch ganz andere nehmen wird und natürlich die Realserie. Also die Realserie sind ja ganz andere, komplett andere, das hat ja gar nichts damit zu tun, was wir kennen, das sind ja ganz andere Geschichten, ja, die wirklich, ja, so Rogue One mäßig sind, so, ja, wie Rogue One gedreht worden ist. Kann sein, dass sie in den Realserien uns den Han Solo vielleicht ja doch noch irgendwie unterjubeln. Wir wissen es nicht. Wir wissen es erst heute in einem Jahr bei Disney Plus, was da auf uns zukommen wird. Ja, also lass uns mal warten. Ich meine, die drehen wie die Weltmeister, die zeigen uns nichts. Was man sehen kann, ist halt,
die Fangemeinschaft, die Fanleute, die da irgendwas in YouTube reinstellen. Man kann hinhören, man kann es sich übersetzen. Aber Gott sei Dank ist es positiv. Es macht richtig Spaß zuzuhören. Es macht richtig Spaß, ein Star Wars Freund zu sein. Es macht richtig Spaß, hier in so einer Atmosphäre zu sitzen, sich das anzuschauen, die Masken anzuschauen, ja, die Bilder anzuschauen und darüber zu philosophieren. Mit dem Force Link hin und wieder mal zu arbeiten, da so die zischenden Geräusche oder die Sprachausgabe zu hören, zu erleben. Ich spreche jetzt von den Jugendlichen zwischen 10 und 15, die machen das. Wir sind halt ein bisschen veralten. Ich freue mich auf die Staffel, die ich mir jetzt nach und nach anschaue, Rebels. Es macht sowas von Spaß, auf riesengroße Leinwand und dann ohne Werbung, ohne alles, lässt man dann auf sich einwirken, ja, die ganzen Geschichten. Mandalorianer, das alles, dann das schwarze Schwert, ja, Black Saber, das sind alles so Sachen, die doch irgendwie Spaß machen. Jetzt ohne Werbung und alles und dann so langsam so ein Gefühl, ein neues Gefühl für Disney zu bekommen. Ein völlig neues Gefühl für Disney zu bekommen. Das soll auch was heißen. Ja. Okay, ich wünsche euch was. Wie gesagt, die richtige Show, das richtige, daran arbeite ich noch. Ich möchte euch wirklich ab 1.12.2018 eine tolle Geschichte pro Monat auf den Weg bringen. Ihr sollt richtig Spaß haben, ihr sollt auch Freude haben mit Star Wars. Jeder, der Lust hat, der googelt, ja, geht auf die Star Wars.com-Seite, geht auch in internen Seiten, Vanity Fair zum Beispiel, und schaut sich dort alles an. So, wie gesagt, ihr seid total und recht herzlich willkommen, weiterhin Stammtisch, weiterhin in den Studios, weiterhin als Kunden, weiterhin in der Sufflage, also sich zu unterhalten über Star Wars und so weiter. Was ich natürlich persönlich auch nicht machen werde, ist bei YouTube zum Beispiel für 13, 14, 16 Euro einen Star Wars Film runterladen. Werde ich nicht, auf keinen Fall. Ich habe die alle, bin auch stolz drauf, die zu haben. Und werde einen Teufel tun, mir die da irgendwie zu streamen. Das werde ich auch nicht machen. Also ich warte, wie gesagt, auf Disney Plus. Und ich hoffe, dass Disney Plus dann irgendwann das ordentlich auf den Weg bringt, das Ganze. Und wir dann auch weiterhin Freude dran haben werden, mit Disney, mit euch als Freunde über Star Wars zu philosophieren. Noch einmal, also wie gesagt, Kino ist da. Wir wollen einen eigenen Film machen über Star Wars. Ich hatte gerade zwei mit Schauspielern gesprochen, die haben eine eigene Geschichte vor, hat nichts mit Star Wars zu tun. Dann mache ich eben mehrere Filme im Jahr 2019, die dann irgendwie auf ein Festival kommen und mal schauen, was dabei rauskommt. Interesse wäre schon, einen Disney-Film bzw. ein Festival zu machen mit Cosplayern. Das auf den Weg zu bringen als Festival-Film und dann, ja, und dann wie gesagt die Sendung. Die Sendung hat nichts mit dem Festival zu tun. Die Sendung läuft adaptiert Facebook, YouTube weiterhin, solange alles noch so funktioniert im Social-Media-Bereich. Da werden wir jetzt nichts dran rütteln. So, wie gesagt, The Resistance möchte ich euch ein bisschen so näher bringen. Ist ein bisschen humoristisch an sich. Wie Lego. Die Lego-Filme sind auch humoristisch, kann man sich aber trotzdem auch anschauen. Die Freemakers, also ist okay, ja. Es macht halt Spaß. Es macht halt Spaß, mit Star Wars reinzutauchen, besonders durch die Hörbücher. Also die Hörbücher, die haben einen doch sehr stark inspiriert und man sieht das alles in ganz anderen, ne? Mary Jane. Dann, wie gesagt, der Imperator, was der mit den Klonen und alles gemacht hat, die unterirdischen Gänge und das alles, also dann, wie gesagt, wie Thorn versucht, da diese Rebellen wirklich aufzumischen, Luke zu verfolgen, zu fangen und das alles, also Hut ab. Es gefällt, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, auch im Universe rum, guckt, also sich rumguckt im Universum,
Ja, also wie gesagt, auch in den Spielen, es hängt schon alles zusammen. Ja, also man kann das so adaptieren, zusammensetzen, man kommt mal dahin, das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Also Hollywood ist halt Skywalker, Universe ist alles. Und das Neue ist halt neu. Das lassen wir uns mal so im Raum stehen, aber es ist neu. Die Abnabelung von George Lucas ist gelungen, auf jeden Fall. Und neu ist es auch. Also geht gar nicht so vorbei. Und Disney hat auch nichts falsch gemacht. Disney hat ja richtig Schotter jetzt gemacht. Ja, besser geht's gar nicht. Jetzt können die investieren. Dann drückt man denen die Daumen, dass sie das Investment dann auch wieder rausbekommen. Also Disney, 90 Jahre Disney. 90 Jahre Disney ist schon ein Geburtstag werden. Und jetzt. A long time ago in San Anselmo, California. In February of 1977, George Lucas invited some of his closest friends to watch a rough cut of his new film, Star Wars. In attendance among a handful of people were Steven Spielberg and Brian De Palma. The response was not good.